Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit vor Anno 14. In Bayern gleich gar. Damals hat noch seine königliche Hoheit der Herr Prinzregent regiert. Ein kunstsinniger Monarch, denn der König war schwermütig. Das Bier war noch dunkel und die Menschen waren typisch. Die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl leger. Es war halt noch vieles in Ordnung damals. Denn für Ordnung und Ruhe sorgte die Gendarmerie und für die Gerechtigkeit das königliche Amtsgericht. Eine integre Respektsperson wird heute vor die Schranken des Gerichts treten. Und die Hintergründe des Verfahrens sind geradezu peinlich. Die elegante Kaufmannswitwe Efi Wimmer fühlt sich verleumdet. Wird man der Sittlichkeit halber die Öffentlichkeit ausschließen? Unser Herr Rat ist da sehr penibel. Ruhe, bitte! Frau Klägerin, bitte treten Sie vor. Und sagen Sie mir, warum haben Sie denn überhaupt Anzeige erstattet, wenn es Ihnen jetzt peinlich ist, darüber zu reden? Ja, mei, ich bin eine alleinstehende Frau, eine Witwe und habe ein großes Geschäft. Ja, ja, das ist uns bekannt. Weiter. Wenn man so ganz auf sich allein gestellt ist, was das heißt, das weiß ja so eine verheiratete Frau nicht, die jeden Tag an der Seite ihres liebenden Mannes steht. Nur du Krampfhähner, du. So schön bist du, hast du mich auch haben. Ruhe, Sie sind noch nicht dran, Angejagte. Seitdem mein Schorsch gestorben ist, da feinden mich alle an. Ich kann mir doch sowas nicht gefallen lassen. Jetzt kommen's, Frau Efi, fassen Sie sich und sagen Sie mir, was können Sie sich nicht gefallen lassen? Ja, der ihre Ratschereien. Die ganze Stadt redet ja seit Wochen drüber, als ob sonst kein Thema gäbe in Geisbach. Dabei wüsste ich einige Themen, über die sich's Ratschen besser lohnen täte. Zum Beispiel über Ihre eigene Tochter, ja, oder über den Herrn Gemahl. Na, da hören Sie's, Herr Rat, wie böse das Weib sein kann. Haben Sie mich vorher nicht verstanden, Angeklagte? Und Sie sagen uns jetzt endlich, wessen Sie die Frau Schecksmeier bezichtigen. Ja, also, heute vor 4 Wochen hat sie in der Konditorei Lippzelter zu einigen Damen der hiesigen Geschäftswelt gesagt, so, dass sie alle gehört haben, ne? Mhm. Der Brandner Ludwig ist wegen meiner Strafe versetzt worden. Oh, ja, ja. Und sie haben ihm den Prozess gemacht, weil er sie nicht korrekt verhalten hätte in meine Steuerangelegenheiten. Und dass er den Fiskus betrogen hätte und alles wegen meiner. So eine gemeine Verleumdung. Haben Sie das gesagt? Nein. Ich hab gesagt, sie hätte ihn eingewickelt mit ihrer bekannten Weiblichkeit, wovon die ganze Stadt spricht. Wir haben Zeugen, die die Aussagen meiner Mandantin beweisen können. Ja, 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 ich zweifle nicht, Herr Doktor. Na, ist vielleicht nicht wahr, dass du den Mann ins Unglück getrieben hast? Herr Rat, ich bleib bei meiner Behauptung. Wir werden den Beweis antreten, Herr Vorsitzender. Der Finanzamtmann A.D. Ludwig Brandner, derzeit wohnhaft in München, hat sich liebenswürdigerweise meiner Mandantin als Zeuge zur Verfügung gestellt. Ich bitte um Einvernahme und Vereidigung des Zeugen Brandner. Der arme Ludwig, die Korrektheit in Person, den hast du auf dem Gewissen. Gute Aussichten, da sitzen wir morgen früh noch da. Ich schlage einen Vergleich vor. Die Angeklagte entschuldigt sich bei der Frau Klägerin, übernimmt die Kosten des Verfahrens und widerruft. Nein, schon dem Ludwig zlieb darf ich nicht nachgeben. Dann eben nicht. Wachtmeister, bitte den Zeugen Brandner Ludwig, Finanzamtmann. Brandner Ludwig, jawohl. So, bitte, gnädige Frau, wie war das mit dem Brandner Ludwig? Wie lange sind Sie mit dem Herrn Finanzamtmann verlobt gewesen? Was heißt er verlobt? Es war eine reine Freundschaft. Okay, okay. Sie haben doch Ihre Verlobung in der Zeitung bekannt machen lassen. Hm? Warum haben Sie denn nicht geheiratet? Hä? Ja, es hat gewisse Disharmonien gegeben. Ne? Harmonien! Sie hat den Mann ruiniert, weil das Geld bei der immer wichtiger ist wie die Lieb. Angeklagte, bitte nehmen Sie sich zusammen, gell? Ich möchte noch einmal betonen, Herr Vorsitzender, die Behauptungen meiner Mandantin können alle bewiesen werden. Wir nehmen nichts zurück. Sie hat nicht nur den Ludwig ruiniert, sie hat auch einem anständigen Bürgermädel den Bräutigam weggenommen. Was, wie heißt das? Wie, was ist das? Jawohl, meine Anita hat Aussichten gehabt und wir haben uns bereits Hoffnungen gemacht. Bis sie daherkommen ist mit ihrem Geld. Ja, ist denn der da alles erlaubt? Bei der ist alles Berechnung. Mäßigen Sie sich, Angeklagte! Ja, was ist denn? Ach so, ja, natürlich. Aber sehen Sie, Herr Rat, das freut mich. Diesmal ist es ihr nicht hinausgegangen. Sie hat kein Glück gehabt mit ihrer Verlobung, weil der Herr Brandner ein Ehrenmann ist und unrecht gut gedeiht.
gescheit nicht. Der Zeuge Brandner Ludwig, gewesener Finanzamtmann zu Geisbach. Dankeschön. Bitte kommen Sie näher, Herr Zeuge. Gnädige Frau, nehmen Sie inzwischen Platz. Ich habe die Ehre, Herr Amtsgerichtsrat, dem Hohen Gericht zur Verfügung stehen zu dürfen. Danke für Ihr Erscheinen. Herr Zeuge, Sie haben vor kurzem Ihren Dienst als Vorsteher des Finanzamtes Geisbach vorzeitig quittiert. Sehr wohl. Gewisse Umstände und Rücksichtnahmen auf die Integrität eines königlichen Finanzbeamten ließen es mir geraten sein, der Atmosphäre dieser kleinen Stadt den Rücken zu kehren. Tja, Herr Zeuge, ich kann Ihnen leider nichts ersparen, denn die Verteidigung will den Beweis erbringen, dass Sie sozusagen ein Opfer der Frau Klägerin geworden sind. Ja, da kann man nichts machen. Kurzum, Sie sollen uns erklären, warum Sie hier so plötzlich aus dem Amt geschieden sind. Ja, wenn es juristisch von Belang ist, meinetwegen, aber ich plaudere nicht gern über derlei Dinge. Darf ich Sie bitten? Also, das war im Fasching vergangenen Jahres 1911 im Saal der Postbrauerei Josef Häustl, wo ich die Ehre hatte, mit der gnädigen Frau Wimmer das Tanzbein schwingen zu dürfen. Ich bin Junggeselle, die Dame hatte das Trauerjahr hinter sich. Das war eine vergnügliche Ballnacht, etc. pp. Sehr vergnüglich. Ja, und der Wulster hat es genauso gefangen. Das lurde das. Ruhe dahin! Einige Tage später, ich glaube, es war Aschermittwoch, bin ich dann dienstlich in das Kontor der Firma Georg Wimmers Witwe gekommen. Ich hatte einige Fragen wegen der Steuererklärung zu stellen. Nachdem das bereinigt war, setzten wir unsere Bekanntschaft fort, wurden bald darauf befreundet und schließlich verlobte ich mich mit der Frau Evi Wimmer am 18. Mai, ihrem Geburtstag. Ja, wir waren ziemlich glücklich und was meine Person betrifft, durchaus drängend auf eine baldige Vermählung. Aha. Ja, als dann aber etliche Wochen später die Steuererklärung ihres Unternehmens fällig wurde, ich bin ihr dabei behilflich gewesen, selbstverständlich. In aller Korrektheit, versteht sich, ist es plötzlich zu einer Trübung unseres Verhältnisses gekommen. Ja, wir lösten die Verlobung in aller Stille und ich, um einen Skandal zu vermeiden, habe um meine Versetzung nachgesucht. Hatten Sie daraufhin berufliche Schwierigkeiten? Ich meine, war Ihre Integrität als Beamter erschüttert? Stand Ihre Karriere auf dem Spiel? Na und ob? Na, es hatte zumindest zunächst den Anschein. Man hat mich beurlaubt. Sauber. Na also, da muss man doch ein Mitleid haben mit so einem unschuldigen Mann. Und diese Potiphar. Ruhe, ich bitte um Ruhe, verzeihen Sie. Das war so. Mittels eines anonymen Briefes war man höheren Orts gezwungen, ein Disziplinarverfahren gegen mich einzuleiten. Aber nach gründlichen Recherchen wurden die Ergebnisse im Finanzamt zu Geisbach vergangenen Monat abgeschlossen, die mich glänzend rehabilitiert haben. Gratuliere. Danke. Ich stehe nun als Oberamtmann einem Büro im Königlichen Ministerium der Finanzen vor und habe meine Zelte in der Haupt- und Residenzstadt München aufgeschlagen. Ist ja großartig. Meinen herzlichen Glückwunsch, Herr Oberamtmann. Danke, Herr Amtsgerichtsrat. Jetzt haben wir einen Trick. Was gab's denn, was mir Steuern nachzahlen müssen, wenn da so gründlich recherchiert worden ist? Und alles wegen diesen anonymen Brief, den wahrscheinlich auch Sie doch geschrieben hat. Also ich bitte Sie, Herr Rat, so helfen Sie doch einer alleinstehenden Geschäftsfrau. Ich lasse mir diese Gemeinheit nicht an den Kopf werfen. Ich habe den Brief nicht geschrieben. Ganz im Gegenteil. Es liegt mir doch nichts ferner als dem Ludwig. Ich meine natürlich dem Herrn Oberamtmann Brandner Unannehmlichkeiten zu bereiten. Du hast mir allerdings welche bereitet. Ja, schade, schade, schade. Ich danke Ihnen, Herr Oberamtmann. Bitte nehmen Sie Platz. Ganz im Gegenteil. Ich habe dankbar zu sein. Bitte, bitte, bitte. Ja, kommen wir zum Schluss. Ich halte den Beweis für erbracht. Die Angeklagte mag sich für rehabilitiert betrachten. Die Klägerin übernimmt die Kosten. Herr Wachtmeister, bitte die nächste Partei. Bitte schön, nein. Wir sind noch nicht fertig. So, wenn die Sache so ist, dann habe ich auch noch was zum Sagen, ja. Sind wir schon die richtigen Kavaliere, die wohl alle Schuld auf die Dame schieben? Herr Amtsgerichtsrat, so wie der Herr Brandner die Geschichte erzählt hat, so ist das nicht gewesen. Dafür habe ich Zeugen. Was wollen Sie denn noch? Sie machen sich ja lächerlich, gnädige Frau. Das ist mir jetzt gleich. Dieser Herr gehört so gut auf die Anklagebank wie die Frau Schecksmeier. Und ich habe ganz recht gehabt, wie ich ihn auch habe anzeigen wollen. Da hat meinen Ruf geschädigt und mich zum Gespött gemacht. Nein,
Ich lasse es so nicht gut sein. Ich wollte es Ihnen ersparen, gnädige Frau, aber wenn Sie durchaus darauf bestehen, diese amorös durchwirkten Finanzgeheimnisse hier breitzutreten, bitte, dann können Sie das auch haben. Aber das wollen wir vorsichtshalber hinter verschlossenen Türen verhandeln. Herr Wachtmeister, veranlassen Sie die Zuschauer, den Saal zu räumen. Das schaut mal jetzt, was interessant wird. Es wird nicht interessant, meine Herrschaften, sondern diskret. Bitte beeilen Sie sich. Ich bin der Ehemann von der Amt. Ah, Sie machen es einem schwer, gnädige Frau. Also gut, dann erzählen Sie von Anfang an, was ist alles passiert? Also, er hat mir auf dem Ball den Hof gemacht, das ist richtig. Und wie? Ich bin vor Scham direkt rot worden. Aber ich war von Anfang an misstrauisch. Naja, wenn es ein älterer Amtmann noch Junggeselle ist, dann weiß man ja, worauf es abgesehen hat bei einer alleinstehenden Frau mit Vermögen. Aber, gnädige Frau, bitte Sie. Und das muss er gemerkt haben. Denn am Aschermittwoch ist er plötzlich in meinem Kontor aufgetaucht. Ganz steif und streng und hat gesagt, die Frau hat er gesagt, es tut mir leid, aber Ihre Steuererklärung, die kann nicht stimmen. Sie geben da nur einen Umsatz von 35.000 Mark an und ich schätze, gering gerechnet, dass Sie das Dreifache umsetzen. Darf ich die Bücher sehen? Ein schöner Kavalier. Übrigens hat ein Blick ins Hauptbuch genügt, um festzustellen, dass Ihr Umsatz nicht 35.000 Mark beträgt, sondern, ja, mir stockte fast der Atem, über 150.000. Oh, hört, hört. Ein dermaßen krasser Fall von Steuerhinterziehung ist mir ja in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Ja, ich versuchte, ihr ins Gewissen zu reden, aber sie lächelte nur und meinte, nur ein Rechenfehler macht jeder einmal. Ich war entsetzt. Mein Gott, ich bin eine alleinstehende Geschäftsfrau. Und mein Buchhalter ist schon sehr alt, ne? Sowas ist doch kein Verbrechen. Wenn der Staat immer mehr kassiert, kriegen wir nur noch mehr Beamte. Bitte, liebe Frau, unterlassen Sie so billige Witze. Außerdem fehlt Ihnen für sowas die Einsicht. Weiter, was geschah dann? Natürlich habe ich versucht, ihn zu bezirzen. Doch ohne jedes Ergebnis. In der Sache blieb ich hart. Ich habe ihr lediglich geholfen, von einer Bestrafung abzusehen. Aber die Steuer musste sie auf Heller und Pfennig nachzahlen. Ach ja, ich Rindfichner, ich könnte mich heute noch ohrfeigen. In den kommenden Wochen habe ich mich dann ernsthaft bemüht, der Dame einen Begriff von der Steuermoral anständiger Bürger beizubringen. Und erst, als ich fest glaubte, dass ihre Steuermoral nun wohlfundiert und gefestigt sei, da habe ich um ihre Hand angehalten. Denn ja, das muss ich gestehen. Auch auf mich haben die gemeinsamen Stunden der fiskalischen Belehrung einigen Eindruck gemacht und was vordem nur eine Faschingslaune war, ist allmählich ein tiefes und ernstes Gefühl geworden. Jawohl, das kann ich bezeigen. Die hat ihn sauber eingewickelt gehabt. Ganz Geisbach hat darüber geredet und erbarmt hat er an jeden. Behalten Sie bitte Ihren Kommentar für sich, Frau Schecksmeier. Ihre Einstellung kennen wir. Herr Oberamtmann, Sie haben da eben von einem tiefen und ernsten Gefühl gesprochen. Na, für einen hartgesottenen Junggesellen ist das eine ganz beachtliche Leistung. Sind Sie mir nicht böse, wenn ich da noch ganz gelinde zweifle? War Sie denn wirklich so tief ernst? Aber wirklich, ohne Zweifel. Ich war damals sehr fest entschlossen zu heiraten. Oh, diese Männer. Tja, und jetzt sind Sie es nicht mehr. Bitte betrachten Sie diese Frage rein theoretisch. Natürlich nicht mehr. Entschuldigen Sie, Herr Rat. Ist jetzt die Öffentlichkeit wieder zugelassen? Ja, wie kommen Sie denn auf eine solche Schnapsidee? Nein, natürlich nicht. Nicht. Entschuldigen Sie bitte. Bitte. Aber Sie haben sich doch damals verlobt. Allem Anschein nach sind Sie doch ein sehr glückliches Paar gewesen. Ich erinnere mich noch deutlich an unseren gemeinsamen Ausflug nach Dürrling. Auch Sie, gnädige Frau, haben damals überzeugend gestrahlt. Ja, sowas vergisst man doch nicht so schnell. Doch, doch. Es waren schon bezaubernde Tage. Bei aller Korrektheit, versteht sich. Umso erschreckender war die Enttäuschung, die kurz nach jedem Sommertag erfolgt ist. Und zwar mit einer brutalen Ernüchterung erfolgt ist, die jeder Beschreibung spottet. Um Gottes Willen, was ist denn so fürchterliches passiert? Kann ich das endlich erfahren jetzt? Ja, ich hatte kurz nach unserer Verlobung versucht, ihre Buchführung in Ordnung zu bringen. Ja. Bin dabei auch wieder auf haarsträubende Dinge gestoßen und habe dann auch gleichzeitig, natürlich mit ihrer klaren Ermächtigung, versteht sich, die fällig gewordene Steuererklärung ausgearbeitet. So. Ja. Und als ich damit fertig war und sie um ihre Unterschrift gebeten habe, da hat sie mir ein Theater gemacht wie eine wild gewordene Furie. Und mit Recht. Der Mann ist ja verrückt. Also, Herr Rat, boshafter Lor kann man da nicht mehr sagen, na? Der spinnt wirklich. Nee, Frau, Sie ja, wissen Sie, was da rausgekommen ist bei dem seiner Buchführung? 200.000 Mark Umsatz, ja. Ich meine, den sieht so viel steuern wie mein Schwager, der Herr Ökonomierat.
Alles hat er angegeben und aufgeschrieben. Jeden Meter Barchert und jeden Kopfkissenbezug. Jedes Zipfel durch. Sogar noch Schuhbandel und Waschlappen. Mit so einem Mann, da kommt man ja auf die Gant. Ja. Meine Angaben waren vollkommen exakt. Du hättest mir ruhig vertrauen können. Dir und Vertrauen. Du hast ja keine Ahnung, was Geld bedeutet. Wegen einem Fünferl, da sucht er 2 Stunden lang. Aber einen Betrag von 1.000 Mark, den schreibt er eiskalt in einer Sekunde. Aber Evi, mir ging es doch nur um deine Steuermoral. Moral, mag er sagen. Wer ist denn das moralisch, wenn ein Mann seine Verlobte finanziell ruiniert, ha? Heiratsschwindel nennt man sowas, mein Lieber. Ja, ich kenne auch das Gesetz. Ich bin ja nachträglich noch entsetzter geworden. Du wolltest mich ja nur heiraten, um ungenierter Steuern hinterziehen zu können. Ja, und? Ja, was ist denn das? Ich bin erschüttert. Himmel, ich danke dir, dass du mich davor bewahrt hast. Ja, und du nachher? Warum wolltest du mich heiraten, hä? Damit dem Staat ja kein Fünferl auskommt, ja, aber nicht aus Liebe. Steuern müssen bezahlt werden. Auch das Königreich Bayern kann nicht ohne Luft leben. Ach, das haben Sie schön gesagt, Herr Zeuge. Ich danke Ihnen im Namen seiner königlichen Hoheit. Die Braut eines königlichen Finanzbeamten muss eben fiskalisch eine exquisite Unschuld ausstrahlen. Ach, das ist eine glänzende Formulierung. Das muss ich mir direkt notieren. Eine exquisite Unschuld ausstrahlen. Bitte nehmen Sie Platz. Eine private Frage noch, Herr ja, Oberamtmann. Haben Sie dann später Ihre Beziehungen zur Tochter der Angeklagten wieder aufgenommen? Sie sind uns herzlich willkommen, Herr Ludwig, jederzeit. Die Anita wartet draußen für den Fall, dass sie noch als Zeugin gebraucht wird. Sehr gut. Wachtmeister, rufen Sie mir die Zeugin Schecksmeier Anita. Schecksmeier Anita, jawohl. Meine Gnädige kriegt alles. Und wenn den will, dann nimmt ihn ja keiner weg. Die ist mit allem Wasser gewaschen. Macht er da gerade keine falschen Hoffnungen. Ich bin ja gar nicht so scharf auf ihn. Nur die Mama. Am Beamter, das war freilich recht. Frau Amtmann hin, Frau Amtmann her. Mein Gott, dafür hat unser uns zu wenig Geld. Naja, man muss halt mit dem zufrieden sein, was man hat. Es gibt viel zu viele andere Burschen. Und viel zu wenig Beamte. Wie steht's denn drinnen? Red halt. Ist schon was geredet worden, wie viel das mir Steuern nachzahlen müssen? Wie stark hat sich denn drin, die Potiphar? Sagt Wahrheit, Wachmeister, damit man weiß, wie man dran ist. Bess schaut's aus, ganz bess. Was? Wahrscheinlich werden's Tausende von Mark nachzahlen müssen. 1.000 Mark? Blur von der Katz. Ja, wo sollten ich das Geld hernehmen? Frau Schecksmeier, Anita, kommen Sie in den Zeugenstand, Jungfer. Auf geht's. Maria und Josef, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen muss. Kommen Sie, Frau Schecksmeier. Sei nicht, Anita. Michi, geh weiter, gehen wir zum Sepp hinüber. Ich glaube, den wird die Geschichte noch mehr interessieren wie uns. Heiß sind aber die weiß wie ein Stroh. Stramm und weiß. Das ist eine Haut. Ja, so mag ich's. Guten Appetit, mir her. Lassen Sie ihn schmecken. 1375, 17 Pfennig, 18, 19, 20. Das Biergeld ist schon wieder um ein Mark um 94 Pfennig zurückgegangen. Ja, lassen Sie mit deinem Biergeld der Ruhe. Sperr zu. Ich hab nur 48 gewirtschaften. Und verdirbst meinen Appetit? Natürlich. Du denkst nur ans Essen. Nicht einmal ins Gericht bist du übergangen, wo halt deine eigene Schwägerin verleumdet wird. Du auf der Stecke ist mit's lieber und stehst dabei. Ich kann doch nicht meine kleine Schwester blind in ihr Unglück rennen lassen. Die ist ja so dumm und sehen sie mit dem Mannsbild nur mal aus. Das musst du verhindern. Ich dulde keinen Finanzbeamten in meiner Verwandtschaft. Basta. Lass ja doch die Freiheit. Ich fürchte mich von keinem Finanzamt. Dann geh ich lieber. Na, geh noch grad lieber, geh. Ach, der ist doch als Zeuge überhaupt nachher gekommen, weil er die Partie nicht hinlassen will. Hey, was soll's das? Weiß, wer schießt, ne? Hockt sich noch her. Zisch, kein Würst und ein Bier. Nein, Herr Ökonomierat, da haben wir jetzt keine Zeit dafür. Die Geisbacher Bürgerschaft ist in Gefahr. Im Finanzamt ist recherchiert worden. Wir müssen alle miteinander Steuern nachzahlen. Und nicht zu wenig. Die hockt jetzt in München im Ministerium drinnen und taucht uns alle sauber rein. Jetzt müssen wir zusammenhalten, Frau Ökonomierat. Ja, malen Sie den Teufel nicht an die Wand. Der Mann hat ein Auftreten jetzt, dass die Luft wegbleibt. Die Korrektheit in Person. Ja, da war es ja gut, wenn es wieder zu einer Versöhnung kam. Ja, nichts anderes. Eine aus Geisbach muss er heiraten. Und wenn wir es ja mit Gewalt zutreiben müssen. Ist er mit uns verwandt, muss er das Ministerium ein Auge zudrücken. Ja, da ist was dran. Ja. Er ist und zwar, bleibt er zwar unsympathisch, aber jetzt muss was geschehen. Du bist schon gegenüber. Du bist der Schwager, du musst vorgelassen werden. Ja, was soll ich denn sagen? Dass er der ideale Ehemann ist für deine Schwägerin. Ja, und sie die Rechte für ihn. Das ist kein Geschäft für mich. Ich bin kein Heiratsschmuser. Machen Sie nicht unglücklich, Sepp, ich geh weiter. Herr Ökonomierat, die Bürgerschaft wird es Ihnen danken. Komm, komm, trink nicht so viel. Ja, zirk dein Rogermarsch. Komm, ja, komm. Ist schon gut. Hat der Herr Brandner ein Eheversprechen gebrochen? Nein, nein.
Bestimmt nicht. Aber Hoffnungen haben wir gehabt. Sie hat eine schöne Aussteuer und ein ordentliches Heiratsgeld kriegt sie auch mit. Und getanzt hat er immer mit mir, den ganzen Fasching. Erst am Rosenmontag hat er mich stehen lassen. Herr Amtsgerichtsrat, machen Sie doch bitte der Peinlichkeit ein Ende. Ich habe schon vorhin erklärt, dass ich wegen der schlechten Steuermoral ein Mädchen aus bürgerlichen Kreisen nicht heiraten werde. Lieber bleibe ich mein ganzes Leben lang einsam. Danke. Auch Sie, Fräulein Anita, bitte nehmen Sie Platz. Ihre Aussage war aber trotzdem nicht umsonst. Sie haben der Angeklagten sehr genützt. Der Unmut Ihrer Frau Mutter ist nun voll und ganz verständlich. Bitte. Ja, und Ihr Problem, gnädige Frau, lässt sich leider vor den Schranken des Gerichts nicht lösen. Leider. Sie werden bemerkt haben, ich habe es redlich versucht, aber die fiskalische Gegnerschaft ist zu groß. Sie trennen Welten. Wenn sie mir wenigstens den Willen zur Besserung gezeigt hätte. Oh, das habe ich doch. Ich sehe es ja ein, dass man Steuern zahlen muss, ne? Nur nicht so viel. Nicht so viel und nicht so wenig. Korrekt. Ja, ich könnte dir ja auch einen kleinen Schritt entgegenkommen. Seitdem ich im Ministerium der Finanzen sitze, sehe ich auch die Kehrseite der Medaille. Die Ausgaben des Staates. Ja, mein Gott, wenn man liest, welche Unsummen von Geld ein einziger Tag im Kaisermanöver verschlingt, dann macht das nachdenklich. Also, ich sage dir, wenn ich noch länger im Finanzministerium sitze und nicht in einem ländlichen Finanzamt, dann bekomme ich Angst. Also, in mir steigen manchmal Gedanken auf, die deinem Köpfchen entsprungen sein könnten. Aber nein, nein, Steuern müssen bezahlt werden. Das ist ja ein sensationeller Umschwung. Ja, was ist denn das für ein Trampel, der hier einfach... Oh, Sie sind's, Herr Ökonomierat Fäustler. Was wollen Sie denn hier? Ich muss eine Aussage machen. Ich bin der Schwager. Herr Zeuge, Sie sind als Fäustel hier nicht geladen. Oh, pardon, der Fall hat mich völlig verwirrt. Herr Ökonomierat, ich muss Sie bitten, den Saal sofort zu verlassen. Der Augenblick ist nämlich denkbar ungünstig, schauen Sie. Ja, so. Da bin ich freilich spät gekommen. Wieso zu spät? Haben Sie denn gewusst, dass die Herrschaften sich wieder... Ja, freilich habe ich es gewusst. So, ja. So. Meine herzliche Gratulation zur neuerlichen Verlobung, Herr Oberamtmann. Danke, Herr Ökonomierat. Ich danke, Herr Schwager. Und wir sind wieder die Petschierten. Wir kriegen einfach keinen Beamten. Immerhin darf ich Sie freisprechen, das ist auch was. Die Haupt- und Nebenkosten übernimmt die Klägerin, das ist auch was. Die Sitzung ist geschlossen und ich gehe zum Fischen, das ist auch was. Herr Ökonomierat, nehmen Sie die Herrschaften mit in die Post und feiern Sie noch einmal Verlobung, ja? Natürlich, ne? Ich muss wieder zahlen. Aber die Kosten, die setze ich von der Steuer ab. Keine Widerrede. Aber Evi! Komm, du hast mir doch versprochen, dass du wenigstens fiskalisch ein bisschen unmoralischer wirst, ne? Das Leben geht weiter. Ob Freispruch oder Zuchthaus, auch in der guten alten Zeit. Und Steuern mussten auch im Königreich Bayern gezahlt werden. Ein bisschen weniger heute. Meine Damen und Herren, eine große Neuigkeit für Sie alle. Ja, ab nächsten 1. bin ich wieder Chef im Finanzamt zu Gleisbach. Und als erstes erfolgt dann eine große Steuersenkung. Ausgenommen die Biersteuer. Ja, aber in diesem Sinne ein herzliches Prost und fröhlichen Umtrunk.